Hier sieht man die spanische Umwelt. Schön mit Plastik vermüllt unter anderem. Ja. So viel zu Umweltschutz der EU. Der wird angebaut. Hier vor allem Tomaten, Paprika und Gurken. Und wenn dann irgendein Feld ausgedient hat, wie hier hinten, ich muss immer ein bisschen weiter, dann landet einfach der Schrott hier mitten in der Prärie. Da hier unten haben wir es wieder. Ja. So schaut es dann aus. Und so viel zur deutschen Gründlichkeit. Alles muss 150%ig sein. Ja, wir haben in der Zwischenzeit einen kleinen Hügel erklommen. Und sind kräftig am Berg aufgehen noch. Hier haben wir Wasserbecken noch zu sehen. Wenn wir jetzt hier runterschauen, sieht man wieder das Müllgebirge. Ah, da hinten scheint auch noch ortschaftsmäßig was zu sein. Oder so, Einblick in eine spanische Hacienda und etwas weiter weg. Jetzt zoomen wir mal hin und schauen wir mal, was wir da Schönes entdecken. Ach Gott, was sieht denn das aus? Ach, Schrottplatz. Ja. Hier hinten, ganz weit hinten, sieht man schon das Meer. Nee, jetzt nicht. Das sind ungefähr 3 Kilometer von hier. Papa, da kann man doch hinaus.